unter anderem der Ostseeküstenradweg, die zentrale Lage im Baltikum und die sehenswerte Hauptstadt machen Lettland zu einem ausgesprochen beliebten Radreiseland. Zudem bietet Lettland sehr viel Natur und ausgezeichnete Möglichkeiten zum Wildcampen. In meinen Augen ist es auch sehr gut geeignet für Menschen, die erst Erfahrung mit Radreisen sammeln möchten. Und alles, was hinsichtlich Routenplanung, Straßenverhältnissen, dem Transport des Fahrrads in öffentlichen Verkehrsmitteln relevant ist oder was Riga, die Hauptstadt, für den Radverkehr zu bieten hat, das fasse ich euch hier zusammen in meinen Tipps und Hinweisen für Radreisen durch Lettland. Die drei verhältnismäßig kleinen Staaten Estland, Lettland und Litauen bieten teilweise recht ähnliche Bedingungen für Radreisen und werden sicherlich von vielen Radreisenden auch zusammen besucht. Deswegen habe ich auch für Estland und Litauen jeweils ein Video zusammengestellt, das ihr in meinem Kanal finden und ansehen könnt. Auf den Straßen Lettlands gilt Rechtsverkehr. Die meisten Straßen sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Das gilt sowohl für Haupt- als auch für Nebenstraßen. Allerdings sind die meisten Straßen asphaltiert. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass man auf steinigen, sandigen Pisten unterwegs ist, auf denen es sich besser mit weniger Reifendruck fährt. Entlang der Landstraßen sind in regelmäßigen Abständen Bushaltestellen zu finden. Allerdings haben diese Bushaltestellen meistens keine Sitzgelegenheiten und auch keine Überdachung und bieten somit auch bei schlechtem Wetter keinen Schutz. Durch Lettland führt die Radroute Eurovelo EV10, auch Ostseeküstenradweg genannt. Die verbindet das Land mit den anderen beiden baltischen Staaten. Ich persönlich halte sie allerdings nicht für sehr empfehlenswert, weil sie neben Schnellstraßen auch über Waldwege und sehr sandige Wege führt, auf denen das Fahrrad nur mit größter Mühe zu schieben ist. Außerdem gibt es die Eurovelo-Route EV13, auch Iron Curtain Trail genannt, die ebenfalls durch Lettland führt und teilweise sogar noch etwas näher entlang der Ostseeküste entlangläuft als der Eurovelo EV10. Das Auswärtige Amt verweist auf seiner Seite auf eine extrem hohe Anzahl an Verkehrstoten in Lettland und ruft deswegen zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr auf. In Lettland gibt es mehr Bus- als Bahnlinien, aber die Mitnahme des Fahrrads im Bus ist normalerweise kein Problem. Die Personentickets für den Bus werden am Schalter gekauft, wohingegen das Ticket für das Fahrrad üblicherweise beim Busfahrer direkt gelöst wird. Deswegen sollte man sich möglichst vorher informieren, ob der Bus, mit dem man fahren möchte, denn wirklich auch Fahrräder mitnimmt. Und man kann damit rechnen, dass beim Verstauen des Fahrrads der Lenker quergestellt und die Pedale abgenommen werden müssen. Und deswegen sollte das entsprechende Werkzeug, das man dafür benötigt, natürlich im Gepäck mit dabei sein. Die Fahrradmitnahme im Zug ist normalerweise ebenfalls unproblematisch. Allerdings existieren keine speziellen Fahrradabteile. Und es kann sein, dass der Einstieg zur Bahn aufgrund niedriger Bahngleise etwas hoch ist. Das sollte man berücksichtigen, wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist. Und die Tickets, die können entweder am Schalter oder gegen einen geringen Aufpreis auch direkt im Zug gelöst werden. Die Hauptstadt Riga ist flach und deswegen zumindest ohne größere Anstrengungen mit dem Fahrrad befahrbar. Allerdings ist die Radverkehrsinfrastruktur äußerst mangelhaft. Es gibt in der Stadt lediglich 3 brauchbare gute Radwege und den Link zu einer Seite, in der diese 3 Radwege detailliert beschrieben werden, den packe ich unten in die Videobeschreibung. Das Fahren mit dem Fahrrad auf Gehwegen ist erlaubt und aus Sicherheitsgründen teilweise sogar empfohlen. Natürlich hat der Fußverkehr auf dem Gehweg trotzdem Vorrang gegenüber dem Radverkehr und auf ausgewiesenen Radwegen existiert eine Benutzungspflicht. Wie natürlich auch in anderen Städten weltweit sind abgestellte Fahrräder höchst diebstahlgefährdet und sollten deswegen auch, wenn man sie kurzzeitig irgendwo abstellt, unbedingt nicht nur mit einem Schloss angeschlossen, sondern auch irgendwo befestigt werden. Auf der Seite rigabikerent.com findet man die Möglichkeit, für die Stadttour ein Fahrrad auszuleihen, wenn man ohne eigenes Fahrrad die Hauptstadt besucht. Wildcampen ist in Lettland überall dort erlaubt, wo es nicht explizit verboten ist. Und auch in Naturparks findet man teilweise Biwakplätze, in denen man sich ein Nachtlager
aufbauen kann. Ebenso ist es auch schön und legal, an der Ostseeküste zu zelten. Und wer lieber auf einem offiziellen Campingplatz sein Zelt aufschlägt, weil es dort beispielsweise Toiletten und Duschen und ähnliche Infrastruktur gibt, der findet auch eine ganze Menge Alternativen. Unter den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutzimpfungen möchte ich besonders auf die FSME-Impfung hinweisen, weil zwischen April und Oktober kann es häufig durch Übertragung von FSME durch Zecken kommen. Zecken übertragen außerdem Borreliose, gegen die kann man sich leider nicht impfen lassen. Aber umso wichtiger ist es deswegen, abends, wenn man die Radtour beendet hat, den Körper gründlich nach Zecken abzusuchen und diese gegebenenfalls sofort zu entfernen. Natürlich ist es außerdem empfehlenswert, Mückenspray dabei zu haben, weil die Viecher abends dann doch ganz schön lästig werden können. In der Hauptstadt gibt es ausgezeichnete Restaurants, da kann man wirklich sehr gut essen. Wenn man allerdings mit dem Fahrrad über Land fährt, findet man relativ selten Lebensmittelgeschäfte. Und auch auf Tankstellen kann man sich zur Not nicht unbedingt verlassen, weil viele Tankstellen in Lettland keinen Shop bieten, in denen man irgendwelche rudimentären Lebensmittel kaufen könnte. Leitungswasser ist in Lettland nicht als Trinkwasser geeignet. Da sollte man eher auf industriell abgefülltes Trinkwasser zurückgreifen oder Mikropur zur Wasseraufbereitung dabei haben. Weil die Internetverbindung in Lettland teilweise etwas schlecht ist, sollte man, wenn man mit dem Smartphone navigiert, sich die Karten möglichst vor der Reise schon runterladen. Und für die klassischen Radfernwege, den Eurovelo EV10 und den Eurovelo EV13, gibt es im Handel natürlich eine ganze Menge an physischen Karten und Reiseführern mit zusätzlichen Hintergrundinformationen. Das waren meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Lettland. Sie alle gibt es auch nochmal nachzulesen in meinem Blog. Den Artikel werde ich euch unten verlinken. Wenn dieses Video hilfreich für euch war, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr selber noch Tipps und Hinweise habt, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, aber die für andere Radreisende interessant sein könnten, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr mitbekommen möchtet, wenn ich weitere Videos für andere Länder hochlade mit weiteren Tipps und Hinweisen, dann klickt auf die graue Glocke beim Abonnieren des Kanals. Und jetzt wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß bei euren Vorbereitungen und bei eurer Radreise durch Lettland, durch das Baltikum, durch die Welt. Bis bald!